Offenbar werden immer mehr sexuelle Übergriffe bei Dates gemeldet, die über Tinder, Bumble und Co. verabredet wurden. Das zeigen Recherchen von SWR Vollbild. Corona hat das Ganze einfach noch mal verstärkt und verschärft, da durch den Lockdown es nicht mehr möglich war, sich an neutralen Orten zu treffen. Mehr als 600 Beratungsstellen haben die JournalistInnen für die Recherche deutschlandweit angefragt. Beim Frauennotruf Kiel zum Beispiel gab es vor dem ersten Lockdown vereinzelt Fälle. Mittlerweile haben sich über 100 Frauen gemeldet. Und was machen die Plattformen? Die versprechen für ihre NutzerInnen auch offline so sicher wie möglich zu sein und geben Tipps, dass man sich zum Beispiel an neutralen Orten treffen soll und den Freundinnen Bescheid sagen soll, wo und wann man sich trifft. Die Recherchen zeigen aber auch, keine der Plattformen nimmt direkten Kontakt zu denen auf, die übergriffige Personen gemeldet haben. Und wer als übergriffige Person gemeldet wurde, wird zwar in einigen Fällen gelöscht, kann sich aber ganz leicht ein neues Profil anlegen.